Welche Arten von Dummheiten begegnen Ihnen denn sonst so in dieser Pandemie? Naja, zum einen natürlich die Dummheit, sich selbst für jedenfalls rechthabend zu erachten, auch wenn man sich über Fakten in keiner Weise informiert hat, nur weil man sich in einer Echoblase bewegt hat, dort was aufgeschnappt hat und das dann einfach nachplappert. Das Nachplappern von Informationen ohne Überprüfung deren Quelle und ohne Gegencheck ist nicht besonders klug. Vor allem, wenn es darum geht, dass man Entscheidungen trifft, die doch eher auf Fakten beruhen sollten. Ich kann ja meiner Intuition vertrauen, wenn es darum geht, ob man wer sympathisch ist. Da kann ich mir ja nur einreden lassen, dass ich sage, na ja, das ist halt eine intuitive Sache. Aber da geht es ja um faktische Entscheidungen, die eigentlich auf Fakten beruhen sollte. Und wenn man dann ein neues Wort kreiert, vom postfaktischen Zeitalter und von alternativen Fakten spricht, dann frage ich mich schon, wo die Aufklärung irgendwie geendet hat, weil es gibt keine alternativen Fakten, es gibt Fakten und ja, suche es gerade noch am höflichen Wort für das, was denen gegenübersteht. Gefühlte Wahrheiten und gefühlte Wahrheiten sind eben keine, das sind keine überprüfbaren und postfaktisch hoffe ich ja doch, dass wir nicht gelandet sind, weil dann können wir zusperren.